Was bist denn du für eine Null? Oh nö. Es ist schon ein bisschen süß, ne? Ich glaube, ich sehe gleich aus wie ein Igel. Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Und jetzt schaut euch mal das da drüben an. Das ist ein Loot, sozusagen, ist da runtergekommen. Und ich weiß nicht, ob wir da jetzt mal hinfliegen, kurz. Ich will euch das eigentlich nur noch mal zeigen, was es damit auf sich hat. Und zwar kann man den verteidigen, oder muss man den verteidigen, gegen ankommende Dinos, die an den Loot ran wollen. Da gibt es verschiedene Wellen. Das startet dann nach einer Weile. Und ja, am Ende kann man die Kapsel aufmachen, wenn die überlebt hat. Und hat theoretisch coolen Loot dabei. Ach, und da seht ihr es. Oh mein Gott. Das ist sogar. Ah, nee, das ist ein starker. Also ich kann das definitiv auch nicht mit meinem Wyvern machen. Bin ich mir 100% sicher. Weil da kommen schon echt heftige Viecher. Wir sollten uns hier definitiv auch ein paar gute Dinos aussuchen. Zum Zähmen. Hier zum Beispiel ist ein Rex. Level 80 ist jetzt nicht gut. Aber ja, Rexer wären schon von Vorteil. Vielleicht zähmen wir uns die auch einfach. So, allerdings habe ich jetzt in meiner Base erstmal was angefangen. Und zwar möchte ich mir Munition bauen. Denn wir haben ja noch ein paar Dinos zum Zähmen hier auf Extinction. Die Schneeeule haben wir jetzt. Und mein nächstes Ziel wäre dann. Ach, wir haben kein Narkotik, ne? Damn. Ja, mein nächstes Ziel wäre dann ein Velonasaurus. Wir haben aber nur noch 15 von diesen Darts. Sollte aber trotzdem kein Problem sein. Verdorbenes Fleisch dürften wir eigentlich haben. Und dann gehen wir jetzt einfach mal mit dem Gacha runter. Crafting Skill verbessere ich bei dem. Grundsätzlich will ich jetzt nur mit ihm runter. Ich porte mich gleich mal zu Broncos Haus am See, um Bären zu sammeln. Auch bitte sammle auch Bären. Der sammelt nur Fiber. Was bist denn du für eine Null? Oh nö. Da brauche ich ja noch einen Bärensammler. Das ist ja doof. Ich würde mal sagen, das ist so ziemlich die beste Zeit. Wahrscheinlich, um sich mal einen Stego zuzulegen. Die sind ja auch ein bisschen überarbeitet worden. Und ich hatte noch keinen neuen Stego. Schon ein bisschen blöd gerade. Aber okay. Ich würde jetzt gerne mit meiner Eule eigentlich losfliegen. Man kann von der Eule aus nicht schießen. Ich hätte ja gedacht, das geht. Ja, ein Trikey wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Was rennt denn da hinten? Megatherium. Ach so. So, hier hätten wir Stegos. Level 40, der braucht auch nicht viel. Das ist okay. So, theoretisch können wir den 40er einfach nehmen. Aber wir lassen die erstmal hier die Dinger platt machen. Oh, hier liegt was. Jetzt hoffe ich nur, dass sie die auch platt kriegen. Hier liegt ein Käfer. Hey. Was? Das Megatherium hat jetzt die Stego jetzt nicht wirklich platt gemacht, oder? Naja. Ich kenne ja mein Glück. Kannst du mal fliegen? Das ist ja ein richtig fieser Dino. Der wollte doch nur Stunk anzetteln, oder? Ah, die Eule, die.
Die kann super fliegen. Finde ich schön. Finde ich schön, dass wir uns doch die Eule gezähmt haben. Dass es doch irgendwie geklappt hat. Und ihr seht's, beim Fliegen verbraucht ihr jetzt auch gar nicht mal so viel Stamina. So, wie sieht's hier aus? Level 30, der ist doch auch niedlich, oder? Erstmal halt wirklich mit Pfeilen. Der dreht sich immer mal. Okay. Ah! Ich verschieß halt, ne? Ja. Perfekt. Das hat doch funktioniert. Puh. Okay. So, Iguanodon hätte man auch machen können. Sehe ich gerade. Aber nö. Wir wollen Stego. So. Ich hoffe, der ist relativ schnell gezähmt. Es geht mir jetzt gerade nur um die Bären, damit wir hier auch... Ach, ich weiß, was wir hätten zähmen können. Wer ist da? Ein Moshops. Das will ich mal eben probieren. Ja, komm. So, jetzt gehen wir da drauf. Zack. Und das ist hier wirklich auch ganz gut am Bären fahren. Naja, jetzt liegt der Stego einmal. Da bin ich echt nicht drauf gekommen. Ich habe auch ehrlich gesagt nie den Drang gehabt, Moshops zu zähmen. Aber ihr seht's, manchmal sollte man das vielleicht doch machen. Es ist schon ein bisschen süß, ne? Ja, ist okay. So, und da sammeln wir jetzt mal eben hier noch weiter, damit wir hier ein paar Bären bekommen. Wichtig sind Narcoberries, damit wir Narkotik herstellen können. Und dann diese Betäubungsdinger. Wichtig. Nein. Passiv und folgen. Komm, Eule. Dieses dumme Megatherium, oder? Das ist so ein richtiges... Sorry für die für den Ausdruck, aber das ist so ein richtiges Arschlochvieh. Boah, das hat vor allem auch richtig viel Schaden gemacht bei meiner Eule. Hoffentlich ertrinkt. Das hat unseren Stego gekillt. Das hat hier alles gekillt. Ja, hatten wir halt kurzes Vergnügen mit den Moshops, ne? Das ist doch auch ein Bärensammler, oder? Giant Behan? Romatten? Also eher. Das ist auch so ein Allesfresser. Ach, egal. Egal, ich will was anderes. Ich möchte. Ein Velo. Okay, Freunde. Ich habe jetzt einen kleinen Trick gemacht. Schaut mal, unten in meiner Hotbar 77 Darts. Und dann schaut mal, wen ich hier dabei habe. Ich dachte mir, komm, ehe wir jetzt hier auch noch anfangen, Rexe, die auch nicht anders sind, zu zähmen, nur um da mal so ein Dings mitzumachen, warum sollten wir denn nicht unseren Rex nehmen? Wir haben ja einen. Von daher, der bleibt schön hier. Der passt auf alles mit auf. Ich habe jetzt die Darts und werde dann direkt mal losfliegen. Ich hätte wirklich so gerne die Schneeeule genommen. Aber mir ist halt echt klar geworden, wie krass schwach die ist im Vergleich jetzt mal. Und das ist schade. Sehr schade. Deshalb nehmen wir unseren Wibby. Wir gehen jetzt in die Wüste. Angekommen. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch, in Anführungsstrichen, einen guten Velonasaurus. Aber als ich das erste Mal hier war, waren die hier wie Sand am Meer. Überall verteilt. Mal sehen, ob wir einen finden, der meinen Ansprüchen vor allem gerecht wird. Das ist, glaube ich, das Schwierigste. Velo. Moment, diese Schwachen. Es
können wir uns vielleicht gleich mal so ein bisschen angewöhnen. Dass wir die Schwachen direkt aussortieren. Level 30. Das gibt's doch nicht. War das jetzt hier wie bei der Eule? Dass wir... Zack. Aber ihr seht's, grundsätzlich sind hier sehr viele Velos. Und da verfolgt mich ein korrupter Petri, wenn ich das... Ah, nee. Verfolgt mich nicht mehr, okay. Weil wir sind hier an der Grenze zum Wasteland. Also ich habe so das Gefühl, besser als 180 wird es gerade nicht. Deshalb werde ich wohl den dort hinten nehmen. Aber hier erstmal die Skorpione noch wegmachen. Vielleicht auch die Fawny Dragons. Ist schade, von den Skorpionen habe ich hier gleich direkt 240er und sowas. Und der Velo. Moment, das ist ein Ekos. Hier war noch einer. 90, okay. Ne, das war bis jetzt der stärkste, den ich hier finden konnte. Schade, aber dann ist es so. Okay. Dann probieren wir das mal. Da ist er. Hat jetzt auch gar nicht mal so viel Torpor. Wir müssen uns halt in Acht nehmen. Ja, da schießt er schon. Oh, krass. Der liegt ja relativ schnell. Ja, perfekt. Und keine Stacheln mehr zum Schießen. Oh. Natürlich jetzt ungünstig. Ja. Hat doch noch welche, okay. Das ist eine richtig coole Attacke. Wartet's mal ab. Wenn wir die dann können. Ich glaube, ich sehe gleich aus wie ein Igel. Wenn ich das so. Aber. Nee. Jetzt schießt er auch nicht weiter. Okay, komm. Gehen runter. Weil wir haben ihn gleich. Ey, wir haben eine super Ecke ausgesucht. Muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Perfekt. Perfekt. Und da liegt unser hoffentlich neuer Dino im Team. Also ich nehme es schon an, weil der liegt ja schon. Ja, perfekt. 5 Raw Matten braucht er nur. Ist ja vergleichsweise jetzt schon... einfach gewesen, oder? Kann man nicht anders sagen. Ach, lass mich mal hoch. Perfekt. Boah, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, den dann auch zu nutzen. Ich will trotzdem mal kurz hier noch ein bisschen gucken. Kann ja sein, dass dann ein guter Spawn, also so ein 300er Velo, wenn das wirklich noch so richtig gut ist mit den Attacken, die der kann, dann wäre das schon so ein kleiner Jackpot. Und mit dem würde ich dann auch hier die Titanenhöhle machen. Man ist ja durch eine Höhle durch. Das ist wie unten gewesen beim Waldtitan. Ist mir dann aber auch erst später wieder eingefallen. Das ist ja so ist, dass man da erstmal durch eine Höhle muss und dies, das. So, da drin liegt unser Velo. Und das ist das Gute, wenn man die anbrennt, tut man sich nichts dabei. Diese Kentrosauren, sobald man nämlich da einmal drauf beißt, machen die Schaden beim Wulvern. Über unseren Velo, über das Level kommt hier leider keiner hinaus. Ist echt schade. Ich frage mich nur, warum. Genauso wie beim Managama. Ob das irgendwie mit den Spawns zusammenhängt? Ich weiß es nicht. Aber okay. Wir haben erstmal einen, mit dem wir zufrieden sein können. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo der jetzt genau liegt. Boah, ich hatte gerade schon Schiss, dass ich den verloren habe. Aber da ist er. Der ist sogar schon fertig. Unser Velonasaurus.
Level 269. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir porten jetzt erstmal ganz schnell in die Base, alle zusammen. Und dann bekommst du einen richtig guten Sattel. Okay, du bekommst einen normalen Sattel. Aber du bekommst einen Sattel und wir drehen dann mal eine Runde. So, Sattel haben wir. Probier den mal noch aufzuwerten. Tatsache. Und dann fehlt es wieder an zu vielen. Okay, mein lieber Velo. Jetzt können wir uns den auch erstmal hier von der Nähe anschauen. Der sieht schon... Er hat was von einem übergroßen Dilo. Gepaart mit einem Raptor oder sowas. Also ich weiß nicht, wer den in welchem Labor gezüchtet hat. Ist schon sehr eigenartig. Aber er ist unsere. Und... Ich weiß nicht, gehen wir in die Wüste gleich zurück? Lieber Velo. Das ist der Schwanzangriff. Ah ja, genau. Und so kann ich... Ja. So kann ich dann schießen. Wir können auch bei Broncos raus am See. Da unten ist, denke ich, ein gutes Übungsterrain, wo wir dann ein paar Dinos finden, die nicht ganz so schlimm sind. Dodos vielleicht. Dodos wären schön. Vergleichsweise kommt er mir jetzt gerade langsam vor. Ah, und da habt ihr es gesehen. Dieser Angriff. Der ist mega. Den nicht wütend machen. Level 80, wobei. mein Velo, der braucht erstmal Leben, denke ich. Aber dieser Angriff, der ist wirklich Gold wert. Weil man dann echt von Weitem, wenn die Dinos ankommen, die schon versuchen kann, Platz zu machen. Bei diesem Angriff mit dem Schwanz muss man aufpassen. Weil das schießt relativ weit. So, hier kann man so ein bisschen seine Zielkünste unter Beweis stellen. Und immer aufpassen, wenn ihr auf dem Velo seid mit der Stamina. Die Stamina geht sehr schnell runter bei den krassen Angriffen. Ah, komm. Ja. Da seht ihr es und die Stamina ist fast alle. Also eigentlich müsste man bei dem auf Stamina mitgehen. Problem ist halt, wenn der relativ wenig Leben von Anfang an hat, braucht er ja auch erstmal Leben. Ist die Frage, geht man jetzt auf Stamina und Melee Damage, dann ist alles tot, bevor es überhaupt zum Velo kommt. Und es ist egal, wie viel Leben der hat. Oder, ja, keine Ahnung. Ah, seht ihr es? Perfekt. So ist das schon ganz cool, der Velo. Also, ja, ich glaube, das wäre ein guter Ansatz. Lasst uns jetzt mal auf Melee Damage und Stamina gehen. Ich denke, das hilft uns mehr am Ende. Oh, ich finde das so toll. Ich habe endlich wieder einen Velo. Der kann auch springen, ja. Ich wollte gerade sagen, habe ich noch gar nicht probiert. Aber ja, Freunde, mein Velo, der kann springen. Sieht ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus, aber macht ja auch nichts. Oh. Das war maximal doof von dir, Dilo. Ich habe einen Kompi an mir dran. Süß. Okay, ich habe den Dilo angeschossen und der Enforcer hat den platt gemacht. Teamwork, würde ich sagen. Ach, Freunde, ich denke, wir haben es heute trotzdem ganz gut geschafft. Wir haben jetzt den Rex mit da. Das heißt, wir könnten demnächst auch mal hier so eine Verteidigung probieren. Aber nicht von so einem heftigen. Denn da, also es kommt, glaube ich, so oder so, wir wollen dann so einen Spaß. Aber da muss man trotzdem halt... Okay, der trifft nicht wirklich.
Dieser Schwanz. Schaut euch den Käfer mal an. Der war ja gerade voll mit Stacheln. Dieser Schwanzangriff, der trifft nicht wirklich immer. Okay. Ja, ich denke, wir sollten parallel da drauf gehen. Ist, denke ich, so gedacht, Freunde. Der dampft. Leute, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal hier im Spieleparadies. Mit mir, Maxi. Macht's gut. Und tschüss.